Also, hi. Willkommen wieder bei Terranigma, gespielt von mir. Hey, juhu, juhu, und so weiter. Ja, wir sind gerade in Libertia und haben den Mädels ganz viele Sachen, also nicht den Mädels, gegen den Menschen geholfen. Glaube ich. Wir gucken mal, wo Sam ist. Was ist jetzt? Bleibst du? Ich kann es auch an einer anderen Gast vermieten. Ich bleibe. Ach so, wir wollten noch schlafen. Ja, ja. Einmal schnell schlafen. Geht ja. Ratz, ratz. Ich glaube, denn am Ende habe ich ja also ich habe ja nachgeguckt, was er sagt und dann bin ich doch dabei geblieben, ihm die Wahrheit zu sagen. Also habe ich ihm hauptsächlich die Wahrheit gesagt und ich werde ihn jetzt, wie ich hoffe, ich habe so oft Hoffe gesagt in diesem Satz, in der Bar treffen und die Bar ist hier. Ja, da ist der kleine Sam. Hi Sam. Noch sagt er nichts, also er braucht noch ein bisschen Zeit. Ja, ja. Der arme, arme Sam. Essen, 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 essen. Da war doch was mit Essen in Seeheim. Ja, ja, dann gehen wir mal nach Seeheim. Oder suchen wir jetzt mal Heinz, 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 Heinz. Heinz war, ich glaube, auch hier. Er muss ja in dieser Stadt sein. Ich denke aber, Heinz, an dem wir nicht vorbeikommen. Oh Gott, ich bin so blöd. Ich habe schon wieder gut. Ja, nach Heinz mache ich nochmal eine kurze Pause. Einen Schritt dann. Weil ich den Sound schon wieder nicht auf meine Kopfhörer habe. Yay. Sondern auf meinen Boxen. Oh Mann. Heinz, wie viel? Verdammt, ich hab's nicht gelesen. 20%. So. Bis gleich. So, wieder zurück. Ja. Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, ob ich das alles richtig gemacht habe in Libertia, in Seeheim. Und ja, es scheint alles richtig, weil ich hatte nämlich kein Lust, das nochmal nachzuspielen. Aber das hätte ich dann auch getan, wenn es doch falsch gewesen wäre. Es hieß, ein Will sei abgestürzt letztes Mal. Und irgendwie möchte ich gerade den Wald durchsuchen. Wind. War anscheinend doch richtig. Ah, wir müssen nämlich noch Bauholz für die ja, das stirbt doch. Aber ich weiß gerade nicht wie. Da. Da ist Bauholz. Für hier Gedönse. Für unsere liebe Brücke bauen, die was so lieb ist. Nein, also die gebaut werden sollte und doch ein Reinfall war. Und die werden wir jetzt besuchen, dann haben wir die auch schon mal fertig. Wie ihr gesehen habt, ist es hier. Aber man kriegt immer nur zwei Holzstückchen. Schade eigentlich. Man kann die auch so sammeln und dann wieder sich verpissen. Aber wir wollen ja diesen Gummiflummi-Typ. Und die geben auch ganz viel Geld. Wenn man sie denn mal trifft, wie ich nicht. So. Jetzt haben wir schon mal zwei. Vier. 4 von 9. Ah. Oh. Ich glaube, es gab da schon mal einen größeren. Ich guck einfach mal, ob es hier noch irgendwo einen gibt. Da. Oder hier irgendwo. Hier vielleicht. Nein. Das müssen wir nämlich dann da hingeben, wo ich gerade vorbeigerannt bin, aber das sage ich euch mal. Da nicht das Problem. So. Ich springe immer, vergesse aber dann die Angreiftaste zu drücken. Das ist auch immer super cool.
Früher dachte ich, das kommt, also das Holz kommt aus diesen Bäumen. Wieso man so, wenn man sieht, wenn die hüpfen, die stehen jetzt nur auf dem Holz. Also wenn das Monster hüpft, dann bleibt das Holz ja da liegen. Und wir können auch nicht durch. Hier, da, da ist das Holz. Six. Noch zweimal. Seht ihr? Da ist das Holz und der steht da. Also können wir es nicht finden. So. Heute kann ich nicht so viel aufnehmen, weil ich noch zu einer Freundin und warum ich das jetzt laut sage, weiß ich selbst nicht. Damit ich, wahrscheinlich damit es mir bewusst wird, dass ich noch gleich weg muss und nicht zu viel spiele. So. Müsste jetzt 9 sein, sonst gehen wir noch mal hoch. Hallo. Ja, ich bin ein Held und davon habe ich schon reich. Ich lasse den jetzt leben. Ach komm, ich stirb. So, ja. Jetzt zeige ich euch die Stelle, wo man die Holzstückchen hinbringen soll. Und wenn man nicht alle 9 auf einmal hat, dann muss man die halt immer und würde. Also, man kann sie auch anders abgeben. Man kann jetzt nach oben rennen, dann nach unten, dann nach oben, nach unten hier. Hi, das ist der Colorado und hi. Bisher haben die reißenden Fluten immer meine Brücke zerstört. Ich brauche stärkeres Holz, das Wasser widersteht. Man sagt, dass es im Wald nordwestlich von Seeheim, okay, man kriegt auf den Tipp, gutes Holz gibt. Doch ich hörte, dass dort Dämonenunwesen treiben. Ihr Unwesen treiben, ich kann nicht reden. Na, werden wir doch das gleich mal an. Tada, guck mal. Entschuldige, aber wo hast du dieses Holz her? Es eignet sich ideal für die Errichtung einer Brücke. Bitte, kann ich es haben? Ja, stillig. Stillig, nimm ihn. Nimm ihn. Ich helfe gerne. War, was? Das hast du, du hast mehr Holz aufgetrieben. Eignet sich bla bla bla. Ja, ja, natürlich. Wir geben das jetzt alles ab. Da, da, da. Da, da, da. Die 9 Stück geben wir. Das dauert nicht. Und er sagt immer das Gleiche. Aber ich finde die Animation eigentlich recht schön für das Alter des Spiels. War schön. Ach je. Danke. Vielen Dank. Damit lässt sich eine gute Brücke bauen. Vielen Dank für alles. Er ist fertig mit Holz. Reingehen. Da, 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 da. Eine Brücke, die über den Colorado führt. Und seht ihr, was ich sehe? Wir waren doch schon mal in Colorado und... Die Wägelchen, die Wägelchen. Dann gehen wir doch mal gucken, ob wir Rumba, auch wenn wir nicht mehr mit ihnen reden können, besuchen können. Sie wissen ja, wer wir sind, also... Denke ich mir mal. Hoffe ich doch. Bitte. Ah. Ihr sagt nichts mehr zu mir. Das ist irgendwie traurig. Ich bin kaputt. Hä? Da muss ich hoch. Okay. Switcher Piep. Er kann mit mir reden! Das ist aber ein seltsamer Vogel. Dumba, Dumba, König der Königsvögel. Hey, na? Oha.
Wir können ins Sanktum. Wir können. Wir sind am Sanktum. Wir können sortieren. Wir können auch. Du. Switch auf Piep Piep. Switch auf Piep Piep. Ich glaube, das war richtig. Damit wir zu den Tieren kommen? Nein, wir kommen nicht zu den Tieren. Aber wir kommen auf diese Insel. Was ist das? Neo Tokyo! Ich mag Neo Tokyo. Hier lohnt es sich echt, in jedes Haus reinzugehen. Also, man sollte es tun, finde ich. Weil ich glaube, später hat man keine Zeit damit. Also gehen wir jetzt in alles. Okay, wir sehen ja, was auf der anderen Seite ist, also nichts. Also da gehen wir jetzt nicht mehr rein. Also, wenn man das Kristall gesehen hätte, wäre ich da reingegangen. Das wäre nicht die Frage gewesen. Wir werden auch mit allen Menschen hier sprechen und ich kann das da oben nicht lesen. Leider. Dass er sich nicht wundert, was ist das denn für eine komische Apparatur oder so, weil sowas hat er ja noch nie gesehen. Er nimmt das einfach hin. Hi, 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 hi. Was? Du wirst mit mir ausgehen in diesem Auto? Das habe ich jetzt nicht gesagt, aber wenn du möchtest. Nein, nein, ich kann kein Deutsch. Stimmt, das war Fach Chinesisch. Haha, in Tokio. Oh Gott. Nein, nein, nein. Er kann kein Deutsch. Nein, nein, ich kann kein Deutsch. Ja, ja, du kannst Deutsch. Okay, jetzt muss ich doch nicht mit einzureden. Möchtest du auch nur nicht jetzt? Hallo, kannst du auch kein Deutsch? Hallo, schön dich zu sehen. Danke für alles und auf Wiedersehen. Das hört sich traurig an. Damit. Hallo. Was? Du willst mit mir ausgehen? Du sagst mir niemals. Und du kannst auch wieder kein Deutsch. Hallo, schön und auf Wiedersehen. Man sagt, dass der Antiquitätenhändler ein wildes Tier hält. Doch niemand hat Beweise. Ruf die Polizei, wenn du etwas bemerkst. Okay. Da, da, da. Im Untergrund. Zu Hause muss ich immer vegetarisch essen, deshalb esse ich hier. Hallo? Ich hab genug. Ich schmeiß diesen blöden Job hin. Wenn ich das nur auch sagen könnte. Du hast doch gerade gesagt, stell dir vor, ich wäre dein Boss. Egal. Süß. Du trägst aber heiße Hosen. Die leuchten ja richtig. Und die Haare hast du dir auch gefärbt. Hallo, was soll das sein? Das kostet jeweils 10 Taler. Hähnchen. Njam, njam. Mehr. Eiswein. Er liebt es. Er liebt Eiswein. Danke. Da können wir nicht rein. Mist. Was ist das? Hier steht, Kanalisation betreten, streng verboten. Okay, dann nicht rein. Aber hier wieder. Oh, ja. Sprich mich nicht an. Mir kommen die Nudeln gleich hoch. Auf geht's! Im Stehen kann man mehr verdrücken. Das ganze Geheimnis. Moment. Drücken. Hi. Willkommen beim Nudelwettessen. Drücke abwechselnd A und B, um Nudeln zu essen. Wo bin ich nochmal bei B? Wenn du bereit bist, nimm an der Tafel Platz. Mit. Also. A. Okay. Ich bin bereit. Los geht's.
Oh nein, nein, nein. Ich muss aufholen, ich muss aufholen, ich muss aufholen, ich muss aufholen. Oh, das Meer ist schneller. Oh nein. 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 Ja, 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 nein, ja, ja, ja. Wir werden schneller, wir werden schneller, wir werden schneller, wir werden schneller. Ja, wir werden schneller, wir werden schneller. Oh mein Gott, der Finger tut weh. Ah. 29. Ah, ich bin der neue Nudelkönig. Hier ist der Preis. Ein wunderschöner Stein. Der da. Dankeschön. Hallo Nudelkönig. Ihr Eckschämpchen will sich mit dir messen. Nimmst du die Herausforderung an? Wenn du bereit bist, nimm... Okay. Deswegen kam ihm die Nudel hoch. Und auf geht's. Okay. Mal gucken, ob wir das nochmal schaffen. Ah, diesmal liegen wir nicht hinten, diesmal liegen wir vorne. So, was machen die doch gern mit diesem Abwechseldrückspiel? Ich weiß nicht in welchem Spiel, aber in irgendeinem. Achso, Dedda ist unser Gegner. Ich habe gedacht, alle wären unser Gegner. Okay. Nudelkönig und Spieler, was? 31 Teller. Ich bin immer noch Nudelkönig. Ich war schon immer der Nudelkönig. Ich bin nicht neu, ich war alt. Okay. Das war die Unterführung. Von hier nach da. Und hier ist ein Hotel. Ein Hotel. So, oh, da steht jemand. Hallo! Um das für alle, ein für alle Mal klarzustellen. Ich hatte hier kein, ich halte hier kein wildes Tier. Are you sure? Diese Gegend der Stadt ist leer. Verrucht. Hier bekommt man einiges geboten. Hi, Wolke 7. Hallo, Süße. Für die Attraktion dieses Laden bist du doch zu jung. Komm in ein paar Jahren wieder. Baby. Ich zeig dir mal gleich, Baby, du. Du überkanditelte mit Schminke zu Klatschstift auf. Verdammt. Rausgegangen. Wir wissen ja, wo wir zurückkommen mit dem Flugzeug. Namens... Ich bin hier, wo bin ich denn hier? Hä? Okay. Achso, okay, verstanden. Ich will noch ins Hotel. Hallo. Na, danke. Da ist man. Okay. Das Haus hat eindeutig zwei verschiedene Etagen. Ich will dahin. Hm. Ein wildes Tier. Was könnte das sein? Schon 2 Uhr? Okay. Hab noch eine Stunde. Aber abgefahrenes Outfit, Kleiner. Bist du ein Raver? Hey, Kleiner. Weiß deine Mutter, dass du dir die Haare gefärbt hast? Ja. Weiß sie. Hey. Das Grundstück hier ist noch zu haben. Man könnte ein Haus bauen. Man könnte. Hallo. Möchtest du eine Führung? Dann geh in den ersten Stock. Okay. Wir sind Journalisten. Zurzeit ist
Dr. Beruga das heißeste Thema. Er ist ein größenwahnsinniger Wissenschaftler aus Devota. Okay. Habe ich da etwas Story vorweggenommen? Dort hat er viele Anhänger. Man verehrt ihn als Gott. Die Leute glauben, dass er ihnen ewiges Leben gibt. Seit kurzem ist Beruga verschwunden, spurlos. Am wichtigsten ist eine gute Headline. Wie wär's mit rothaariger Junge stürzt aus dem Fenster? Gut, dass ich blonde Haare habe. Und das ist zum Glück nicht rothaariges Mädchen. Depp, 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 depp. Guck mal, ein Super Saiyajin. Nein, egal. Was ist mit dir los, Kleiner? Hast du Ärger? Nein. Nanu, wieso trage ich hier drin eine Sonnenbrille? Ich bin viel zu gutmütig. Das ist schlecht für das Geschäft. Deswegen trage ich eine Sonnenbrille, weil du gutmütig bist. Der Typ verweigert die Aussage. Er gibt sich als Pinguin aus und redet kein Wort. Aber das ist doch ein Pinguin! Oh, ist der Typ! Ein Geheimnis in Neo Tokyo ist, ein Safe State zu setzen und nach hier zu rennen und dann